Jo Leute, was geht ab? Ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch jetzt meinen neuen Radsponsor für die Saison 2018. Und ich will auch gar nicht lange drum rumreden. Ich habe das erste Rad schon hinter mir stehen. Die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, können schon von dem Spruch auf dem Karton oder von dem Video, was ich gestern hochgeladen habe, erahnen, um welche Marke es sich handelt. Und ich will gar nicht länger drum rumreden. Ich werde 2018 weiterhin für Rose Bikes fahren. Und ich habe schon das erste Bike bekommen. Ich werde im Laufe der Tage bzw. der nächsten Wochen insgesamt 3 Räder bekommen. Und das erste ist schon da. Weil das Wetter hier im Moment in Deutschland immer noch so scheiße ist und leider alles matschig ist hier in meinem Park, werde ich direkt am Dienstag nach Barcelona fliegen, um das Rad zu testen. Aber ich würde sagen, wir packen es erstmal aus und bauen es zusammen. So, das Rad an sich ist schon größtenteils zusammengebaut. Da kommen natürlich auch noch einige andere Teile von mir dran und von anderen Sponsoren, die aber leider auch noch nicht da sind. Deswegen packen wir jetzt erstmal nur das Rad aus und bauen es auf, soweit wie die Teile da sind. Lenker, wie gesagt, Lenker, Vorbauten und so weiter gibt es die Tage noch neu. Und dann denke ich, werde ich einen Großteil von diesen Teilen hier auch verlosen können. Übrigens kommt die Sonne ein bisschen raus. Ausnahmsweise mal. Ich bin so klein, ich komme nicht dran. Tja, das war's, Leute. Wir sind fertig hier, ich bin zu klein. Geht doch. Mein erstes Unboxing-Video, also direkt da lassen. Griffe. Innenlage. So, und dann habe ich mir bestellt, als Bremse werde ich dieses Jahr die Magura MT7 fahren. Bisher bin ich die noch nicht gefahren, aber ich will sie einfach mal ausprobieren, wie die so läuft. Ganz wichtig, Kurbeln, die Truvativ Descendant Alu-Kurbeln mit Direct Mount Kettenblatt. Ich bin einer von den wenigen Leuten, die immer noch lieber Alu-Kurbeln fahren. Ich vertraue den Carbon-Kurbeln nicht so ganz, ich habe die bei zu vielen Leuten brechen sehen. Und die Descendant-Kurbeln sind auch super leicht, wiegen glaube ich kaum mehr als jegliche Carbon-Kurbeln und sind aber glaube ich, würde ich persönlich, ich weiß nicht, ob sie wirklich stabiler sind, aber für mich, für den Kopf ist es wichtig, ein gewisses Maß an Stabilität da zu haben, deswegen wollte ich auch unbedingt die Descendant-Alu haben. Wichtig ist dabei für mich schön kurz, 165 mm, dann habe ich mehr Freiraum zwischen der Pedale und dem Vorderrad, gerade wichtig für Barspins und so weiter. Jetzt kommen wir aber mal zum Rad. Könnt ihr jetzt schon ahnen, was für ein Rad es ist. Es ist kein Downhill-Rad. Es ist aber auch kein Dirt-Rad in dem Sinne. Also, Trommelwirbel. Das Rose Bikes The Jester Slopestyle Bike in Größe L. Rockstox Pike DJ Federgabel. Und einige Teile kommen auch noch, wie gesagt, von meinem Teilesponsor. Die müssen die Tage kommen. Ich baue das jetzt erstmal so zusammen, wie es hier ist. Also, let's go. Ich bin schon mal mega stoked, dass es alles so geklappt hat. Und kann es jetzt kaum abwarten, das Bike hier zu shredden. Aber ich finde es jetzt schon fast zu schade, das nach dem Zusammenbauen hier durch den Matsch zu fahren. Deswegen, wie gesagt, direkt nach Barcelona und austesten. Ist auch mein erstes Slope-Bike, was ich habe. Ich bin sonst immer nur Dirt-Räder gefahren. Also ist auch ein First für mich. Kompliziert ist es wahrscheinlich noch das Innenlager reinzubauen, was an sich auch nicht kompliziert ist. Und ich habe noch gar keine Pedalen, weil ich die auch von meinem Komponentensponsor kriege. Also ich hoffe, die kommen die Tage an. Kompletten Bike-Check gibt es die Tage, wenn ich alle Teile für das Rad habe. Dann mache ich nochmal einen kompletten Bike-Check. Für alle von euch, die wissen wollen, welche Teile ich fahre an meinem Rad. So stoked, Alter. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann auch die anderen Räder kaum erwarten. Könnt ihr auch richtig gespannt sein. Und ich habe einfach nur Bock, jeden Tag Rad zu fahren und so viele Videos zu machen wie möglich für euch. Das erste Mal in Deutschland mit T-Shirt. Praise the Lord.
Also Leute, ich habe das Rad jetzt so weit aufgebaut, wie ich die Teile habe. Mir fehlen noch die Pedalen, die kriege ich noch die Tage zugeschickt und ein paar andere Teile muss ich auch noch auswechseln. Die Feinheiten habe ich auch noch nicht gemacht, ich muss ja noch das Kabel festlegen und so weiter. Bremse einstellen, Kette spannen. Aber ihr wisst schon mal Bescheid, bin 2018 wieder für Rose Bikes am Start, bin mega happy darüber, mega stoked und auch richtig stoked, dass ich jetzt das erste Mal diesen Slopestyler habe. Und der wird auch direkt am Dienstag fliege ich nach Barcelona, wird er direkt ausgetestet. Ich habe nämlich gar keine Lust, den jetzt hier direkt in die Matsche zu ziehen, weil dazu ist es dann doch zu schade und in Barcelona ist das Wetter dann doch noch ein bisschen besser als hier in Deutschland. Und würde ich sagen, was soll ich sagen? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Leute. Wenn ihr neu hier seid, natürlich abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr gespannt auf weitere Bikes und weitere Videos seid. Wie gesagt, es kommen noch zwei weitere Räder die nächsten Wochen. Auch von Rose Bikes natürlich. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche Räder das sein werden. Aber ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Und bis dahin, habt einfach eine gute Zeit, Leute. Peace out, haut rein.